geht's wirklich gleich los. Ein großer Applaus für Jimmy Gerung, den Edith gleich noch einmal vorstellen wird. Ein Läufer. Schön, dass du heute da bist, Jimmy. Der Jimmy Gerung ist von der Bürgerinitiative Leuchtturm, ARD, ORF, SRG und wird einige Worte dazu sagen, wie er den internationalen Mediendialog in seiner Strategie zusammenbringen möchte. Ja, servus Ihnen. Vielen Dank, dass ihr darin da seid. Wir stehen hier alle, weil wir uns für ein besseres Gesundheitssystem einsetzen wollen und für eine bessere Demokratie. Und ich glaube, was wir alle gelernt haben, ist, dass wir uns einsetzen müssen für die Demokratie, dass wir sie nicht geschenkt kriegen. Wir müssen was dafür tun. Und die Gegner der Demokratie, die haben in den letzten Jahrzehnten ein Netzwerk gegründet, eine gemeinsame Botschaft, das ist etwas, sie haben eine Allianz gegründet. Und diese Allianz, das ist etwas, was wir vorstellen, was wir auch tun müssen. Eine Allianz gründen. Und die Bürgerinitiative Leuchtturm AD, ORF, SRG, die will uns alle dabei unterstützen, bei diesem Gedanken, diese Allianz als Antwort auf die Allianz dieser Gegner der Demokratie zu geben. Leuchtturm bedeutet Orientierung. Und der öffentliche Rundfunk hat eine Verantwortung, eine Verpflichtung, diese Orientierung zu schaffen. Wir bezahlen den öffentlichen Rundfunk, der gehört uns. Und wir haben Rechte einzufordern. Und auch der internationale Journalismus, der hat eine Verantwortung, dem internationalen Pressekodex zu folgen. Und ich glaube, wir alle müssen die eigene Macht erkennen, dass wir die Möglichkeit haben, diesem etwas entgegenzusetzen. Und dafür haben wir ein Konzept entwickelt, für das wir euch brauchen. Ihr Wiener könntet den Unterschied machen. Wir brauchen hunderte Menschen, die eine Stunde pro Woche Zeit haben. Wie das genau geht, könnt ihr auf unserer Webseite sehen und ich erzähle es nachher vielleicht noch im LKW. Leuchtturmard.de. Dort habe ich ein 7-Minuten-Video online gestellt und ein 8-Minuten-Video auf Englisch. Und auf Englisch heißen wir Lighthouse Media Evolution. Evolution ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Evolution des Bewusstseins, dass wir gemeinsam stark genug sind, um diese Allianz zu bilden. Und dieses Bewusstsein wollen wir schaffen. Und deswegen seid dabei, meldet euch an leuchtturmard.de, schaut euch das Video an und helft mit. Eine Stunde pro Woche, hunderte Menschen und wir haben ein Konzept, das denen zeigt, dass wir verbunden sind. Danke. Danke, Jimmy. Okay, also ich sage es jetzt noch einmal nur, alle Sprecher, die mich jetzt hören, das sind auch die zusätzlichen Sprecher der Rechtsanwälte. Bitte geht alle zum Trakt, das ist der orange Trakt, der ganz vorne ist. Und der Freer Saalstag war geplant, dass da von der Ladefläche auch runtergesprochen wird. Wir haben aber gesagt, dass wir jetzt die Sprecher von den neuen Medien, auch auf den ersten Tag sprechen lassen, weil sie ein paar gar nicht gehört haben und ein paar weniger Sprechzeit hatten. Ich freue mich auf jeden Fall, Ihnen sagen zu können, dass auch der österreichische bekannte Kabarettist Walter Kammerhofer mit uns hier ist und auch er wird uns etwas vom Trakt sagen. Peter Mayer von TKP, Florian Mappel und ich hoffe auch die Sabine Petzl, die da ist, mit auf 1, dass die auch zu uns auf den Truck kommt und kurz ein Statement abgibt, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns nach der Ringrunde, wenn Sie Lust haben, wieder am Heldenplatz zu dem großartigen Konzert und abschließenden inspirierenden Ansprachen und guter Musik. Hier noch am Heldenplatz bis ca. 18.30 Uhr. Also nach der Ringrunde wieder treffen wir am Heldenplatz. Stärken Sie sich auf dem Weg. Von ganzem Herzen danke und ich darf Sie noch einmal auch die zu Hause zuschauen bitten. europeforfreedom.org, da kann man auch etwas spenden. Und wie gesagt, das, was zu viel für die heutige Demo hereinkommt, kommt einem Film zugute von österreichischen
Komikern und Schauspielern, die eben die Maßnahmen satirisch aufbereiten möchten. Webpage langtalers.at kommt in Kürze online. Ich danke Ihnen, dass Sie alle so lange ausgeharrt haben. Wir freuen uns jetzt auf die Ringrunde und das abschließende Miteinandersein am Heldenplatz bis heute Abend. Von Herzen danke, kommen Sie danach gut nach Hause. Danke vielmals auch zu Hause fürs Zuhören. Thank you.